In Gora Morin, von Mini Sidok in Jiraina, wünschen Ihnen einen Dira Fried Gottes, von Herr Jesus, all uns Menschen geht vernehmen. Ich wünsche, dass der Seel, der ganze Wort in den Sennen muss geworden, in diese wieder Morgenstunde. Ja, wir freuen uns von einer Seite, dass wir kennen, wie so eine Weise steht, nur die Tauhacher kommen. Von einer Seite sagen wir aber nicht, dass wir uns heute freuen, dass wir hier so in der Kirche stehen und die Leute Bänken hier so predigen. Aber wenn die Umstände so sind, wir sind bekannt all damit, so daher sind wir doch dankbar, dass die Kinder über diesen Zweig hier so dann trotzdem ja das Wort wiedergeben und so uns einander dann Motto sprechen und auch dann ja uns ernähren und dann so direkt das Wort Gottes. Von der und diesen Ostersmars, an diesen ersten Tag in der Werk, den Herrn sehen Tag, die erste Tag in der Werk, wo wir von lesen können, dass Jesus abgestohlen ist vom Tod. Weil wir hier so in Matthäus Kapitel 28 einen Tag lesen von Jesus in der Auferstehung krieg. Und du sie dann drei Punkte ans Üt betrachten. Matthäus Kapitel 28 von 1 bis 15, weil ich einmal direkt lesen und du wirst dann unsere Botschaft von dir und dann rücknehmen. Das sagt Jesus dort. Als über den Sabbat vorbei wir und der erste Tag von dem Werk unbrüg, kommen Maria von Magdala und der andere Maria, um nur dort dem Grof zu kicken. In Tschech, dort passiert ein großes Erdbeben, denn der Engel von den Herren kam vom Himmel rauf, kam durch Hahn und roll den Stein wach und sah sich durch. Sie gestalt wie so ist der Blitz und sein Kleid wird so ist der Schnee. Der Werkuber erschrocken, verfurcht, verarm und worden, als wären sie tot. Aber der Engel seht zu der Frühs, verhüt nicht, er weit, dort die Jesus, den die Christus den Segen. Hei erst nicht hier, hei erst abgestohlen, so es er gesagt hat. Kommt her und seid der steht, wo er gelegen hat. Ein gut Schwindhahn und seid der Zine Jinger, dort er abgestohlen erst von der Todes. Ein Tschick, hei wort verjüngt han gune nu Galiläa, dort wo er je am sein. Tschick, ich hab dort jüngt gesagt. Und sie gingen schwindwach vom Grof ut, ehrfurcht in grote Freit und Randen, um dort Zine Jinger zu verkündigen. Und check du bejehen an Jesus und seht, sieht ihr gerüst. Und sie kämen nur arm und am Foten seine Feucht und fallen ver am Du. Du seht Jesus zu ehren. Verkühn nicht, gut han und verkündig dort meine Bräute, dort sie nur Galiläa gehen, dort wollen sie mir singen. Als über Hand gingen, check, du kämen einige von dem Werk in der Stadt und verkündigen dort der Hohenpriester. Was passiert wir? Und sie kämen mit der ältesten Taub, Hilden Ruth und geben des Saluten viel Geld. Und sehen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben arm gestohlen, während wir schleppen. Und wann auf dem Stadthalter zu Uhren kam, weil wir arm beschwichen und du versorgen, dass die sicher sind. Sie nahmen dort Geld und deuten, dass sie ungewesen wären, und sie erstet zum Gerät geworden, wie die Jüden, was ab den von der unschen Dach. So wie das der Charakter den Tags. Wenn wir in der Evangelien checken, dann fangen wir dort, dass der Evangelien dort in Klimitje verschieden beschrieben haben, also der wird der Evangelien geschrieben haben. Sie haben die sieben in Klimitje verschieden beschrieben von Jesus in der Auferstehung, aber hier fangen wir dort, so ist das gleich, was ich dort gelesen habe. Und wir waren hier so, gleich drei Punkte. Jan hat mir hier so einmal, was mir hier wichtig war, in diesen Tags Rüte heben von dir. Nämlich in den ersten Punkt, dass wir sollen hier so und dann fallen hier so ab, ob dass Jesus der Sieger ist über den Tod. Und in dem zweiten, weil wir nur denken über die Erscheinung, also dass er erschienen ist als ein Abgestohlener, der Begegnung. Und drittens und letztens, weil wir uns dann an Klimit über das Gedanke merken, was wir sollen tun, wo hier rechtet falsch gemerkt wird. Diese drei Punkte, die haben wir hier so einmal zu betrachten. Wenn wir in der Auferstehung von Jesus Christus nennen, dann wird mir dort mit dort Säuer so, als dort mit viele Täumers in der Bibel erst, dort sind Säuer bereute Täumers, nämlich wenn wir denken an die Liedensgeschichte, wo er gekriegt war, dort sind Säuer bereute Täumers und dann ist dort manchmal schwierig, wenn man will, in einer Predigt so, dort ganze, du so mit nennen, was der Chef und sagen, der von dort. So, und so habe ich dann etwas gewählt von der und einfach so, aus diesem Tag, bis einfach drei Punkte hier so krank dann zu betrachten von Jesus in der Auferstehung, was für uns von der und dann sehr frohmerkende Botschaft ist. Euer wie in der Punkte, einzelne Punkte nennen können,
Denn ich habe mir heute anfühlen, wir ein paar Gedanken einmal so wieder zu sagen. Du wirst einmal eine wahre Begebung erinnern. Das sind eigentlich zwei Begebungen, die ich hier so welt heute Einführung mitteilen soll. Einmal eins, du wirst mal ein Mann. Ich sage mir nicht so sicher, ich kann das nicht ganz schnell mitfangen, ob das Männer Simon wäre, aber so ist auch das Holen, wie das Männer Simon. Aber lass uns das einfach aufstehen. Du wirst ein Mann. Er wird irgendwann in diesem Prozess werden, dass er rückschickt in die Bekehrung und seine wahre Geburt. Und er kann das nicht futen, dass wir das können weiten, als wir die Vergebung haben von unseren Sünden. Dass wir das können weiten, als wir gerad werden. Und irgendwo führt Gott dort, der seine Früh, dass Gott diesen Mann dort einmal deutlich merken deut. Seine Früh, der kommt ein Tag auf eine Beifahrt. In der Welt, und so in verschiedenen Kulturen, ist ja dort sehr so, dort der Klier Schwert, und wenn man Schwert angetrocknet ist, dort bedient Trüher, als wenn irgendwer gestorben ist und so wieder. So, diese Früh, die kam auf die Beifall, sie trägt sich ganz Schwert an, und sie geht in ihren Mann seine Office nennen. Und dann ist der Mann sehr abgerechnet und fragt, wer ist gestorben? Bloß wegen seiner Früh sich nicht ganz Schwert angetragen hat. Seine Früh sagt, Gott ist gestorben. Nie nicht, sagt der Mann, sagt, jetzt nicht, sonst jetzt nicht. Und damit kann Gott, der ich diesen Mann, seine Früh, diesen Mann dort einmal deutlich merken, dass Gott, der lebt. Wir haben einen ewigen Gott, wir haben einen lebenden Gott. Ein Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Und das Gott, was uns Vater ist, was der Vater ist von dem Herrn Jesus Christus, der Gott, der ist uns Gott, der ist uns lebender Gott. Der Gott, der hat diesen Jesus Christus am Ostersmorgen abgewacht, durch den Geist, das wir dort in Korinther finden können. Ein anderer, in Kanada, da wir mal ein Bruder in einem Kirche, er hat Probleme mit, dass er glauben kann, dass Gott Sünden vergeben hat und dass wir das weiten können, als Gott uns die Sünden vergeben hat. Der Prediger von dieser Kirche, der hat all Meiersmal immer wahrer und immer wahrer mit diesem Mann oder mit diesem Bruder genobert und durch die Schrift versucht, ihm dort zu erklären, dass wir keine Vergebung haben und wir können dort glauben, dass wir die Vergebung haben. Und das Bruder, der kann dort nicht fuhren. Dann ein Tag, dann kommt der Prediger auf eine Beifall. Sie kommen nur diese Liede spazieren. Und er denkt sich dort so üter, Gott hat ihm das irgendwo so angegeben. Und er hat, wenn dort ein Nern kommt, dann klingt er diesem Bruder gründlich so abbeteuen. Und der Bruder, der sagt dann so, das ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Und das Prediger sagt, sei, oh, verzeih mich, entschuldige mich, verzeih mich. Und kein Trubel, das ist okay, sagt der Bruder. Und bald sagt der Prediger, wahrer. Dort haben so Leute, dass ich dich so betäuen geklungen, kostet mir dort vergeben. Und so geht er zwei und drei Mal. Und ab einem Stand, wie der Bruder auch mit so kalt geworden ist, so ütreckend geworden ist, hat er gesagt, ich habe dir dort auch so penig gesagt, dass ich dir dort vergeben habe. Und damit sagt das Prediger dann zu dem Bruder, krieg so, hat Gott dir lang vergeben, wenn du den du nur gefragt hast. Und damit wird das Bruder geholfen worden. Er hat er können glauben, dass Gott ihm vergeben hat. Und wir haben einen lebenden Gott, der uns die Sinnen vergeben kann, der uns das ewige Leben schenken kann. Und durch den wir kennen, das ewige Leben haben. Und die frohe Botschaft, eine lebende Hoffnung, er lebt für alle Ewigkeit in Hebräer. Kapitel 7, Vers 25, du kannst wieder lesen. Du Herr, kein Hei, auch für immer, kann auch für immer soll ich merken. Der, der ich arm zu Gott komme, dann Hei lebt für immer und bet für uns. Bloß diesen Vers hier so, dass Gott lebt. Und so soll hier so sein, dass hier so geht dort Jesus ans Hohepriester. Und da sage ich da, du Herr, wenn es dort ans Hohepriester ist, kann er auch für immer ans Seilig merken. Durch Arm nur Gott kommen, also durch Jesus nur Gott kommen, denn er lebt für immer und betet für uns, Jesus Christus.
Gut, wir gehen einmal näher in den ersten Punkt gerade, was ich uns angegeben habe. Was mir so abfallen wird in diesem Tag, soll dieses sein, dass Jesus ist der Sieger über den Tod. Und ich werde nur am Dienstag nicht noch einmal lesen, aber Vers 1, Bad 7. Du fängst wieder zu Topgefühl, dass Jesus der Sieger ist. Und erstens, wenn wir einmal über das nur denken, dass Gott oder Jesus, er muss sterben, damit er abstehen kann vom Tod, damit er den Sieg über den Tod hat. Wenn wir denken dann an die Dreieinigkeit Gottes, dann können wir sagen, Gott muss Mensch werden, damit er sterben kann, in vom Tod abstehen kann, damit wir leben können. In Hebräer, entschuldige mich, Kapitel 2, Vers 14, Bad 17, du fängst von dem Krieg. Weil nu die Kinder vom Fleisch und Blut sind, haben auch heute gleicher Muten dort angenommen, damit heute durch seinem Tod die Macht nahm dem, der die Gewalt über dem Tod hat, nämlich dem Teufel. Und die loslösen dort, oder Friedkopf, kann ich doch sagen, der durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben knacht sein müssen. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der King Abrahams nimmt er sich an. Daher muss er in allem seine Brüder glück werden, damit er Barmherzigkeit wird und ein treuer Hohepriester für Gott zur Versöhnung versenden werden kann von dort fort. Hier so lesen wir diesen Gedanken, krach, dass er muss Mensch werden, damit er sterblich wir entstorben können, dass er durch den Tod kann dem die Macht nehmen, der die Macht über dem Tod hat, bot diesen Ostersmorgens, nämlich dem so tun, so wie dort hier so lesen können. Wo hat so tun die Macht über den Tod? Da passiert Krieg aus den Sinnen voll in dieser Welt ankommen. Dann kriegt der Satan durch diese Übertretung von dem Gebot, durch die Sinn, was in der Welt hinkommen wird, durch kriegt die Satan die Macht über dem Tod. Und nun wird Jesus Mensch, dass er sterblich geworden kann, und er ging in den Tod, damit er kann vom Tod abschonen. Jesus, der Sieger über den Tod. Und zweitens, damit er der Erstling sein kann in allem. In 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 20, in 21, du sie lesen wie das auch. Hier seht ihr das ganze Kapitel, das geht eigentlich um die Auferstehung von Christus und der Auferstehung von den Menschen, also eigentlich dort eine Auferstehung geben wird. Und dann sagt er hier in Vers 20 und 21 so: Nun aber ist Christus abgestohlen von den Todes aus der Erstling und ihr Deut, der entschlafen sind. Denn du, durch einen Menschen, der dort gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen der Auferstehung von den Todes. Christus, der Erstling von den Entschlafenen. Was können wir dort nun gerade tun können? Wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir dort auch im Alten Testament, die Propheten, sie haben Todes abgewirkt. Jesus hat dort auch für seine Kreuzigung, für die man die Kreuzigung fährt, dort hat er auch Todes abgewirkt. Und nun sagt er hier, nun aber als Christus, Christus abgestohlen von den Todes als Erstling und dort, der entschlafen sind. Das meint Charakter. Diese anderen Menschen, die du sind vom Tod abgewirkt worden, für Jesus in Lien, auch in der Old Testament geteet, die sind alle irgendwann frisch gestorben, wenn sie haben danach nicht den Körper gekriegt für den Himmel. Nun, Jesus hat diesen himmlischen Körper. Und dort ist der Erstling. Du bist heute der Erstling geworden von dir, der du entschlafen sind und hast so einen Körper gekriegt, dass wir lesen können, nur seine Auferstehung, dass er einfach hängen, verschluckene deren, kann er hineinkommen, der ich wegen so. Ein Körper, der du für den Himmel zuständig ist, der du für den Himmel reut ist. So ist Christus, der Erstling, von der er abgestohlen ist. Und von dort haben wir auch gelesen, in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 24, du sie geht jedoch an, wo der Herr der Jesu geguten worden wir, Petrus, er predigt du so gewaltig von diesem abgestohlenen Jesus in dieser Pfingstpredigt. Und dann fängt wieder in 2:24 so still. Den hat Gott abgewagt und hat abgelöst die Schmerzen von dem Tod,
so ist dort dann unmöglich wie, dass wir vom Tod festgehalten werden können. Das Gedanken, die haben wir hier so rüte heben bloß. Dort unmöglich wie, dass der Tod Jesus kann im Grab holen. Und dort haben wir gesungen. Jesus gekriegt sich wie, dann sagt er so, dass so tun wir die Sieger, so tun hat gewonnen. Und von da an, in 1. Mose 3, Vers 15, so lesen wir dort, dass Gott eine Verheißung geben, dass er wird eine Erlöser schenken. Von du an checkte Satan immer wahrer, wenn ein Prophet geboren wird, oder wenn uns berühmte Menschen geboren werden, dann checkte immer wahrer, wird das die rare sein. Und so können wir dort lesen, dass der immer wahrer, der besondere Menschen, der haben im Leben gestohlen, die Propheten und so wieder. Und so wie dort auch bei Jesus. Als Jesus geboren wird, dann checkt er, was das sein, was Gott versprochen hat. Und er fängt dort rüht, das ist er. Und dann schafft er durch ab, dass er den kann anbringen und Gott hat es so durchgeloten und dem so tun gelungen dort, dass Satan, dass Jesus umgebracht wird durch den Menschen. So, und du sagst er dann so üt, als wenn der so tun gewonnen hat. Aber hier so lese ich von, dass es unmöglich wird, dass der Tod Jesus kann festhalten. Jesus stand ab, Gott wirkt am ab von Tod. Drittens, damit wir leben dürfen. Jesus ist der Sieger über den Tod, damit auch wir leben dürfen. Du und ich, dass wir leben kennen. Das ist die frohe und die Botschaft für uns von dir. Auch in dieser Zeit, wo wir beim Leben dürfen, in dieser Pandemie, ist das eine frohe Botschaft für uns, dass Christus lebt und dass wir auch durch euch leben dürfen und leben für alle Ewigkeit. In Johannes Kapitel 11, Vers 25 und 26 fängt wie dort, das geht hier um die Auferweckung von Lazarus. Und da sagt Jesus, du, ich sehe die Auferstehung in dort Leben. Wer an mich läuft, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer du lebt und läuft an mich, der wird niemals mehr sterben, glaubst du dort. Das ist die Frau von der und an mich und an die Läufer Tauhörcher haben. Wenn Jesus gesagt hat, dass heute Auferstehung ist und dass heute Leben ist, und wer an Arm läuft, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wie wollten dort? Das sagt Jesus, das meint Jesus, wenn ans Körper sterben wird, dort, wie danach kann trotzdem leben, und unsere Seele wird leben. Und dann sagt er, wer du lebst und läuft an Arm, wer du das nie leben hast, mit Jesus Christus, und läuft an Arm, vertraut Arm, der wird leben, auch wenn er sterben wird. Und ohne wie gesagt, wenn ans Körper sterben wird, dann kann wir leben. Also das ist auch ein, dass wir sagen können, dass Jesus ist der Sieger über den Tod und du willst uns von dir auch an erinnern. Und das ist ein Ostersmorgen und das ist ein Auferstehungsmorgen, wo wir können nur denken, über, dass uns Herr heil lebt. Viertens, zu unserer Reichforderung ist Jesus abgestohlen von Tod. In Römer Kapitel 4, Vers 25, du so lest wie das. Wenn er erst am unseren Sinnsholm durch Hand gegeben und am unseren Reichforderungsholm abgewagt. Am unseren Sinnsholm erst er durch Hand gegeben und zu unserer Reichforderung abgewagt. Also hier sei wie dort, dass wir freigesprochen sind durch Jesus in Auferstehung. Einmal fragen wir uns vielleicht, was haben wir von Christus in Auferstehung? Und das ist eins. Wir sind gerechtfertigt worden. Und wenn wir uns durch ein Klima wieder nennen, dann, was das meint, gerechtfertigt worden, dann fängt wir dort, das meint, freigesprochen von der Schuld. Wir haben eine Schuld für Gott, die wir nicht betrügen können. Eine gässliche Schuld, die du nicht mit Worten, nicht mit Geld, mit nichts nicht zu betrügen geht und nicht ein Mensch für den anderen könnte betrügen. Und der Christus seine Auferstehung, der ich dort häusig handgeheuft und der ich dort abgestohlen ist, sehr wie Friede sprechen. Wir können Friede von Gott, wir sind nicht mehr schuld dran. Dort ist, was eine Reichfolge bedient, dort ist, was wir haben, der Christus seine Auferstehung. In Kolosser, Kapitel 2, Vers 13, 15, du sollst ja wie auch von dir lesen. Kolosser, Kapitel 2, Vers 13, 15.
En hij heeft gund met arm levende gemerkt. De gedood wieren in hun zinden en in de onbesnedenheid van hun vlees. En hij heeft ons vergeeft alle zinden. Hij heeft den schuldschien getilgd. Die met zijn vorderungen gehen ons via. En hij heeft arm wachgedonen en arm onder Trits geneeld. En hij heeft de machte en gewalt die er macht entkleidet en ze öffentlich handgestalt. Zur Schau, sagt die jüdische Bibel so, so dort alle Mann dort sein können, und hat einen Triumph üternt gemerkt in Christus Jesus. Also auch hier so, können wir lesen. Dort Jesus hat den Schuldzadel mit all den Forderungen, wo dort Jesus fordern dort von diesem Schuldzadel, der Schuldzadel, wo der je anstehen dort, den hat er wachgedonen, indem er uns alle Sinnen verjeft hat, und hat ihn um Gerits non genäht. Unsere Reichfolgung, ein Friedsprechen, hat wie durch Christus seine Auferstehung. Und wenn ich mich hier so nennen und ich hier denken dann denke ich, das soll uns wirklich viel Mut machen. Wenn wir denken nun an, Wort wie Hahn, durch Jesus seine Auferstehung. Ich habe hier einige Dinge abgenannt. Aber wir können in der Heiligen Schrift noch viel mehr fangen, was wir wirklich alles für ein Gewinn haben, wenn wir denken an Christus seine Auferstehung. Dass der Tod am nicht haben konnte im Grab holen. Wir haben ein großer Gewinn davon. Wir haben die Vergebung für unsere Sünden. Wir können dort ein Leben haben. Wir können uns dort sicher sein, dass wir können in den Himmel kommen, nur Gottes Wort nur. Und du, Herr, Jesus ist der Sieger von den Tod. Wir können immer sagen, der Sieger von den geistlichen Tod, dort er uns freigekauft hat, der ich dort häusig angeben dort in der Zin Blut, in der Zin Leben, die Sünden Schuld um Kriegs betonen dort, ab Golgatha, vor Gott, und dort er vom Tod abstunden, und Gott wirkt vom Tod ab. Und dort ist für uns von dir und die Leben, die Hoffnung, die wir haben, und dass wir können wirklich froh in dort leben, verwachigen. Und dann gehen wir über zu dem zweiten Punkt. Und du so wollen wir uns betrachten, die Erscheinung von diesen Abgestohlenen, die Begegnung. Und dort lesen wir in Vers 8, Bad Vers 10, auch in unserem Text, in Matthäus Kapitel 28. Ich werde den nicht noch einmal lesen am Titzhorn, aber hier so tippt die Fut in diese drei Versen, du fängst wie dort, und dort eine Begegnung wir, mit diesen Abgestohlenen. Und mir schien dort so besonders rührt, wir fangen dort am Anfang von diesem Tags, dort dort reden wird von Maria von Magdala und der andere Maria, dass sie tierisch nur im Grab gingen, um nur das Grab zu kicken. Der andere Evangelien, dann dort ein bisschen mit Johannes schrührt sein, aber das ist nicht so wichtig. Hier so schien mir das besonders rührt. Wir wollten dort, wenn wir in Johannes zum Beispiel lesen, dann so fangen wir dort, Kapitel 20, von der Auferstehung dort Johannes und Petrus und viele andere sind Jesus zu begegnet. In 1. Korinther 15, Vers 6 und 7, da fingen wir auch in 8, dort haben sich von vielen auf seinen Luten aus einem abgestohlen. Aber hier so in unserem Tag, hier so fallen wir diese Maria von Magdala ab. Dort soll diesen Jesus hier begegnen dort. Hier wie eine Begegnung. Wer wir diese Maria von Magdala. Wenn wir in Lukas Kapitel 2 lesen, dann fangen wir dort ein klein bisschen von wo diese Maria kam und warum diese Maria zu Jesus so läuft wie. Oder warum so Jesus so läuft hat. In Lukas Kapitel 8, Vers 2, ich will lesen 1, 2 und 3. Und dort begreift sich, du nun, dort heute steht in der Darba, Deichtrock in Predigt und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. In der 12 Wiren mit ihm, dort ein Gefrühes, der hat gesund gemerkt hat von bösen Gästen und Kranken, nämlich Maria, genannt Magdala, von den 7 bösen Gästen rückgefahren Wiren und Johanna, der früh von Chusas, eines Verwalters von Herodes, und Susanna und viele andere, die am Deinden mit ihr habe. Hier so fängt wie von dieser Maria, wo auch Magdala genannt wird, dort von Arvirm 7 Bäuse Jester
ausgetrieben worden. In diese Maria sind wir nun zu Jesus gekommen, und dieser Jesus, der hat auch 7 bei den Gästen ausgetrieben, und sie hat diesen Jesus viel Leben gewonnen. Und diese Maria, sie kam nun zum Grab. Sie wir Jesus nur gefolgt, so wie du in Lukas 8 lesen kannst, und dein Jesus, der mit uns früh ist, mit Ehre habe. Sie hat Jesus wirklich Leben, und sie wir nun mit dem Allah mitgekommen. So ist sie diesen Jesus, den sie so Leben haben, so sie den haben festgenommen, so sie den verpitscht haben, verspart. Um Christian erholt. Er nicht gehört, nicht wieder noch gestorben. Und sie hat gesungen, dass sie den begrüßt haben. Nun kämst du in den Grab und jetzt bist du noch wach. Und da lesen wir in Johannes 20, Vers 11, Bad 16, dass sie rohrt. Dass sie Maria sei rohrt, sei ja. Das sagt du, das werde ich wohl einmal lesen. 20, Vers 11, Bad 16 in Johannes. Maria überstand Bücken, fährt im Graf in Rohr. Und als sie in Rohr, kriegt sie in das Graf, und sieht zwei Engel in witte Kleider sitzen. Einen zu das Kappen eng und das andere zu den Fäuten eng, wo sie den Leichnam von Jesus handgelegt haben. Und sie sehen zu euch früh, wo Rohr steht. Sie sehen zu ihm, sie haben ihn in Herrn wahrgenommen, und ich weiß nicht, wo sie am handgelegt haben. Und als sie dort gesagt hat, dreht sie sich um und sieht Jesus stunden und weiß nicht, dass das Jesus ist. Sag Jesus zu ihr früh, was rohrst du? Wen siehst du? Sie meint, dass er der Wirt von den Gorden wie und sagt zu ihm, Herr, hast du am wachgedreht? So sei mir, wo du am handgelegt hast, dann will ich am holen. Also hier meint wie, dort Maria sie hat Jesus begegnet, als er frei geworden wäre. Wie kann es sein, einfach so von ihrem Sinn? Von dieser Beise gestern kann ich das so direkt lesen. Aber dass er frei geworden wäre von ihrem Sinn, von ihrer Gebungenheit und all dort, was du mit anwählst. Du hast sie Jesus begegnet. Und dann wies Jesus, ich läuft immer auch nur gefragt, alle Wege. Und sie hat das ganze Mat erlebt. Und nun wird es so weit gekommen. Dass sie diesen Leben, Jesus, dass sie den haben, die kriegt sich, und der wird nicht gestorben. Und der wird begrüßt werden. Nun wollen sie nach ihrem Liebesdienst kommen, lesen wir in der anderen Evangelien so, dass sie verschiedenste scheinreckende Balsamen, verschiedenste scheinreckende Eule mit haben. Nun wollen sie kommen und den Leichnam von Jesus noch wieder diese besorgen. Und nun fängt sie dort, diese Grab noch ladig. Und nun ruht sie. Stellen wir uns dort vor, dass Jesus, wenn er euch so geholfen hat, wenn er euch so frei gemerkt hat von alles, nun wird er wach. Für uns von dir, korrekt so, das Jesus, der uns frei merken wird von unserem Sinn, wenn wir dort looten. Das Jesus, der dir leben wird, wo jetzt uns dort von dir, wenn wir denken dann an diesen lebenden Jesus. Wo macht diesen lebenden Jesus dort gehen? Vielleicht wenn du und ich von dir und vielleicht nicht ein Leben fehlen, aus der wir diese Leben jungen haben. Ein Leben fehlen, was wir vielleicht mit uns mit bekannen, dass wir ein Leben jungen haben und dass wir Gottes Kinder sind. Wo macht es Jesus dort vielleicht von dir wohnen? Und wir haben diesen Jesus begegnet, nämlich als wir uns bekehren und als wir Familien geboren worden, dann haben wir diesen Jesus begegnet. Und so können wir von dir und auch immer wahre Familien können wir auch nur diesen Jesus gehen. Im Zweiten, weil wir dann der Begegnung mit der Emmaus gingen. Wir sind bekommen mit der Geschichte. Wir können davon lesen, in Kapitel 24 im Lukas, Evangelium, das ist von 17 bis 24, wo der Emmaus ging, diese Begegnung mit diesem Jesus hatten. Sie haben diesen Jesus auch all euer begegnet, und sie werden durch was in Jerusalem in Mank, all das, was sie sich begegnet hat, und sie werden am weichen Hüß, und so begegnen sie Jesus durch. Und ich will da lesen von Vers 17 bis 24. Entschuldige mich. Das fällt mir besonders ab, was du gerade geschrieben steht, von dieser Begegnung, von dieser Emmaus-Jünger. Und das sagt Jesus dir. Heißt ihr über zu ihnen, was sind dort für Dinge, die ihr von ihnen holen?
Du bleiben seit rührig stunden. Und der eine mit Namen Kleopas antwortet und sagt ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in dieser Dau sich dort, was dort passiert ist? Und er sagt ihm, wo denn? Sie sehen zu ihm, dort mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet wir, mächtig in Duten, und wird für Gott in allem Volk, wo am unser Hohepriester und der Buwerste zum Tod für die Todesstrafe für ihr dort haben und gekriegt sich haben. Wie überhaupt denn, hei wir da, der Israel erlösen wurde, und über alles ist von der und der dritte Tag, dass das passiert ist. Und haben uns erschlag ein Gefrühes in unserem Meer, die sind tätig beim Graf gewesen, haben sie in Tscherber nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, der sagen, er lebt. Und einige von uns gingen, haben zum Graf und fangen dort so, dass die Frühes sehen, aber arm sahen sie nicht. Hier sind wir diese Begegnung mit dieser Emmaus-Jünger. Das ist, und ihr seid, wie in euer bei Jesus gewesen. Und sie haben das ganze miterlebt bei Jerusalem. Und nun waren sie am Weichen Haus. Und sie vertaten sich keine Wesen. Und sie waren traurig über das, was passiert ist. Und nun wird Kaffee und Krach so, dass Jesus wie gestorben ist. Wie begrüßt. Und nun haben sie nach hier, dort in der Körper nach Fuß wir. Und sie haben gehupt, dass der Erd erlösen wurde, der Juden, die wir in dieser Zeit unter der römischen Herrschaft. Und sie hupten immer, da wurde einer kommen, wo er Erd wurde freimerken von der römischen Herrschaft. Und so merken wir hier, dass sie hier sagen, dass Jesus ein Prophet mächtig von Toten wird, und so wieder, und dort ihre Hohepriester stehen haben, umgebracht oder haben dort verurteilt in Christchen loten. Und sie hupten, haben gehupt, der wurde ein freimerken von der römischen Herrschaft. Und nun haben sie das alle noch mitgekriegt, dass die gestorben wir, oder dass sie gekriegt sich haben, gestorben wir, und dort haben sie noch wach ob wir vom Grof. Und wenn wir dann wieder lesen, ich lese nicht wieder am Titel haben, aber dann fängt wir das durch. Sie kennen dann über den, was diese Emmaus in ihrem Haus. Und diese sagt nur, dass wir dann oben geworden sind, sie kriegen Jesus nennen, und Jesus können wir nennen. Und als sie dann dort Brot und dort Wutter durch den Tisch haben, dann nahm Jesus dort, berührt dort, dann dort, und seht ihr, Jeff, und dort. Und seht euch, und seht euch davon. Und so Jeff, Jesus sich ihr dort zu erkennen. Und so hier wir eine Begegnung über diesen Zweig mit dieser Emmaus-Jünger. Und dann drehen sie im Zweiten, weil wir nicht mehr nur denken über die Begegnung von uns mit Jesus Christus, wie unsere Bekehrung und wie unsere wahre Geburt. Wenn wir hier einmal nur denken über das, die wir bekehrt und wahre geboren sind, wie haben Jesus begegnet? Wie haben die Zeit, nicht ab dieser Erde gelebt, als er hier gelebt hat, als er erst gekriegt worden und als er vom Tod abgestorben ist, also als er dann gestorben ist und begrüßt worden vom Tod abgestorben ist, und die haben so physisch mit unseren Jungen gesungen haben. Aber im jährlich, du so haben wir Jesus begegnet, als wir uns bekehren und als wir vom Nähen geboren worden. Wenn wir in Lukas Kapitel 15 denken dann an die Geschichte von den Verlorenen sehen, die wollen wir nun nicht lesen. Aber du fängst wie dort. Die Begebung, du hast für mich immer eine sehr schöne Beschreibung von einer Umkehr, wo ein Mensch, ein Sünder, eine Begegnung hat mit Jesus Christus. Wo die Verlorenen sehen, was an der Schwindelkreib gekommen wir und wo er dann in sich ging und er schlug in sich und sagt, ich will mir an den Äquern an meinem Vordergrund in Äquern sein. Ich habe die Sinn, ich jeden Himmel in Verdien, ich sehe nicht, wie ich ihn sehen, heute und da. So sei auch wie ein Tag nur Jesus gekommen. So haben wir ein Tag eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt. Und den Tag, wo wir dort haben, diese Begegnung in der jährlichen Hinsicht haben, mit diesen lebenden Herrn in Heiland, mit diesen lebenden Sehen Gottes, der du ewig lebst, da wir wie sehr froh, dann wir sehr dankbar. Wir werden einfach sehr mutig, wenn wir haben eine Begegnung gehabt. Eine jährliche Hinsicht haben mit einem lebenden Jesus. Was ist das von dir und ich in meinem Leben? Was ist das von dir und ich in deinem Leben? Habe ich von dir und auch
diese Freude noch einmal und diesen abgestohlenen Jesus Christus. Und nicht bloß dann haben wir ihn begehen, sondern wir kennen ihn auch von der und einmal waren in unseren Situationen, in unseren Schwierigkeiten, die haben wir ihn begehen, frisch waren und angehen. Und wir können Frau werden, indem wir eine Begegnung haben mit diesem Jesus Christus. Und heute lässt sich fingen, das, wo wir viertens noch waren, im zweiten Punkt, auch immer nur denken. Heute lässt sich fingen von einem jüdischen, der arm vom ganzen Horten Segen wird. In Jeremia, Kapitel 29, du so fing wie falsch auf, bei 14, das ist der Port von 14 und falsch. Und das sagt Jesus, es steht in Jeremia, Kapitel 29, von falsch auf und wieder. Denn ich weit Gott, was ich für Gedanken über ihn habe, sagt der Herr. Gedanken von Fried und nicht von Lieden. Dort ich ihn gebe, dort ein, dort die, ab dort die Wachendung. Und ohne wird, wird wie sein, dort ich ihn gebe, Zukunft und Hoffnung. So seien ihre Satzung dort mit dir verschieden. Und die wollen mich anrufen und handgunen und mich beten. Und zu mir beten. Und ich will ihn erheben. Und die wollen mich segnen und fingen. Denn wenn die mich von ganzem Herzen segnen wollen, so will ich mich von ihnen fingen luden. Was will uns das sein? Wie wollen dort das erst und erster stehen, zu dem Volk Israel gesagt, wo sie in der Gefangenschaft fielen, und wo Gott dann durch den Prophet Jeremia zu den Juden sein wird, das. Aber das ist ein Gott sein Wort und von der und her wieder für uns aus einer Anwendung nehmen. Wie kann einmal so das sein? Gott sagt zu uns, auch in dieser Zeit, wo wir von der und werden leben, gerade in dieser Pandemie, in der gleichen Ordnung, von dieser Krankheit, wird uns viele, viele Frauen, die uns ja von wie denken, an, wo die Welt solche Kontrolle wird. Aber in der ganzen Welt, was in alle Länder nennen, und was in der kleinste States, Municipios nennen, in aller Wegen, so wie wo die Welt gekontrollt wird. Und du meinst du uns viele, viele Frauen taken ab von der Endzeit, wo die Bibel von reden lädt. Und in diese Frauen taken uns, was uns abstunden, brücken wir Antworten. Und in diese Frauen, in diese Antworten, wird uns Fleisch abgerecht. In uns Fleischbruck Geborgenheit, unsere Seelbruck Geborgenheit, immer wahrer in diesem lebenden Jesus. In dieser Seite, diese Schrift steht, so steht in Gott sagt zu uns so. Gott sagt, ich weiß Gott, was ich für Gedanken habe über Jüd. Gedanken von Fried und nicht von Lieden. Dass ich ihm gebe, die Zukunft in Hoffnung. Und wenn die Bibel redet von einer Hoffnung, dann redet sie von einer lebenden Hoffnung. Das habe ich nur lesen in Hebräer Kapitel 11, Vers 1, wo das vom Glauben der redet erst, und das redet auch von einer Hoffnung. Und dann habe ich in Römer Kapitel 8, Vers 24 und 25, das habe ich auch nur lesen, was für eine Hoffnung wir haben und was eine Hoffnung ist und dass dort eine lebende Hoffnung ist. Und auch 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Ich habe auch gelesen, von dem wir eine lebende Hoffnung haben. Wie sagt Gott hier, dass er uns geben will, Zukunft und Hoffnung. Und dann sage ich da, und wir wollen am anrufen, in Handgunen, in Arm zu anbeten. Und er will uns erheben, sagt er hier. Und dann sage ich da, und wir wollen am segnen und wir wollen am fingen. Und wenn wir am von ganzem Herzen segnen wollen, will er sich von uns fingen luden. Eine Begegnung mit Jesus und diesen Ostersmars. Gerade so ist hier so, diese Begegnung wie von dieser Maria von Magdala oder von der Emmausgänger oder du und ich, als wir uns bekehren, wie von Nieren geboren wurden, so können wir immer wieder frisch eine Begegnung haben mit Jesus Christus, indem wir ihn angehen und wir immer wie für eine Situation sind. Und dann möchte ich uns besonders Mut merken. Wir haben ein Leben, die Hoffnung, Jesus lebt. Wenn wir hier ein Klimatje wieder über nur denken, dann, wenn wir auf Jesus vertrauen, dann, er lebt in aller Ewigkeit, wie uns Gott hat ihm abgewagt. Die Moslem, so sind auch verschiedene andere Sekten in der Welt, Organisationen, Religionen, die haben einen Mensch,
den sie bühen tun. Die Moslems zum Beispiel, die haben irgendwann mal einen, viele Jahre drin, einen Mohammed gehört, einen besonderen Anlehrer, der hat Guven gehört und sie haben sehr viel den geschätzt und auf den gebüht. Aber der ist irgendwann gestorben. Und man sagt, dass sie am Hand irgendwo so in ihr Glas wo abgewohrt, dass sein Körper gut blieb. Ein Jahr Mutten, das heißt ja nicht, dass er ganz so blieb, als wenn er leben würde, aber gewisse Mutten blieb der Gott. Und ihr Glas und die Menschen haben die Hand vorn. Die können immer weiter den besäugen, die eben nur denken und so wieder. Aber die lebt nicht mehr. Als Jesus haben wir auch zu einer Zeit, vor 3 Jahren und 3 Nacht, lehrt der Wut Gottes an sich im Grab. Aber von der lebt er. Wenn wir von der an wurden, nach Israel reisen und nur nach der Grab gehen, wo Jesus immer die Lehren hat, dann wird wieder fangen, dort ist ladig. Und die Bibel lehrt uns dort auch so, dort er lebt. Und wenn dort mein und dein persönlicher Herr und Heiland geworden ist, dann haben wir einen lebenden Jesus. Nicht so ist der Moslem, sondern wir haben einen Gottes sehen, der in aller Ewigkeit lebt. Und dort erst wurde ich wieder froh sein, als Gottes Kinder, auch in so einer Zeit, Krieg, wo wir nun sind. Und wir sind damit an den letzten Punkt angekommen, den dritten. Wir sind hier an diesem Tag, wo hier wurde, also reichtet, vollstimmig wird, bei den Juden. Von 11, Bad 15, tja, wie dort lesen so, wo sie hingingen, und ein Jahr von der Werk kam nur die Stadt und verkündigten dort den Jugendpriester. Was passiert wir? Also alles, was passiert wir, und sie kamen tot mit der Ältesten und sie hielten Ruhe. Und sie geben den Soldaten viel Geld und sehen sich, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben am gestohlen, während wir schleppen. Und wenn auch den Staatshalter, wo die Uhren kommen, sehen sie, dann wurden sie nur versorgen. Also sie wurden den beschwächen und sie wurden nur versorgen, dass diese Sache wir, diese Werk. Und dann sagt sie, nehmen das Geld, wo sie angewiesen wären, in deinem Kriegsstaat. Und dann sagt er, du, und so ist dort, dass die Rede geworden, Bad von dir und die Juden und so weiter. Hier soll wie dort, hier wie was Wort passiert. Und den lebenden Gott sehen, der wie abgestohlen vom Tod. Und diese Hohepriester, die Schriftgelehrte und die Pharisäer, all die, die immer wahrer gehen werden in der Buberste, sie werden immer wahrer gehen, Jesus. Und sie mögen das Wort auf hier, dass Jesus abgestohlen wird, dass wir uns hier verfolgen. Und in der jüdischen Kultur, du hast das Bad ab von dir und eine Fall gebracht, dass hier so wurdet, abbrechet, vollstimmig wird mit Bekäuten. Und in der jüdischen Kultur jedoch, all die Moin, sie lüren von dir und auch nach nur den Messias, nur einen Rader. Und dort ist trürig, du nennst denken, Einzelne, die bekehren sich, wenn sie das Neue Testament glauben, dann. Aber aus Nation, also aus ganzem Volk so, senden sie noch einmal von der mit dem, dass dort ist alles eine Lehre, dass Jesus geboren ist, nachdem sie ihr gelebt hat, am Krieg gestorben ist, und dort sie abgestorben ist und so wieder von der, dass alles eine Lehre redet, sie glauben dort nicht. Und das ist eine Falsch, von dort hier wurde falsch gemerkt worden. Von der in unserer Zeit so viel wurde, das Wort falsch gemerkt. Abbrechet wird falsch gemerkt, falschet wird reich gemerkt, mit Bekäupen. Krieg so, was dort hier so passiert wird. In Gemeindes, und ihr Gotteskinder, du wird von der und wurde falsch gemerkt, falschet wurde gemerkt. Krieg so, was hier bei Jesus seine Auferstehung passiert wird. Wir haben aber im Wort Gottes einen Falsch, vielleicht einen Falsch von vielen, wo Gott sein wird, dort hat er einen Tag festgesagt, an dem er den Erdkreis errichten wird mit Gerechtigkeit. Und auch das wird diese Buberste durch in die Güten dann wird falsch mehr andeuten, dort wird Gott einen Tag zurechtstehen. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 31, du so lest wie. Dann hat er einen Tag vorgesagt, an dem er den Erdkreis errichten will mit Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dort bestimmt hat, und hat einen Jeden den Glauben angeboten, in den er arm von den Todes abgewagt hat.
Also hier fängt wie, Gott hat einen Tag vorgesagt, und dem heu den Erdkreis rechten will mit Gerechtigkeit. Ein Gerechtstag hat Gott vorgesagt, du wirst alles recht rechten. Und er sagte hier so, durch einen Mond, den er dort bestimmt hat, in diesem Mond, als er dann mit dir wieder redet von, und er hat einen jeden den Glauben angeboten, also dort ist Jesus dort weit wie, diesem Mond, und dem hat er am Hafen der Todes abgewacht. Also er kriegt das, was wir hier so in unserem Tag lesen können, was die Juden hier so falsch merken, dort mitbekommen, dort wird Gott reich mehr, um Gerechtstag. Wenn wir an dort gerade denken, dann finden wir wieder, dass die Bibel redet von Gerecht, gerade so, das ist ein Bräutigam, Preisgericht und Endgericht, Weltgericht und so wieder. Die wollen wir nicht angehen. Sondern bloß all das. Gott hat einen Tag vorgesagt, und dem hat den Erdkreis rechten wird, mit Gerechtigkeit. Und so wird auch das reich gerecht worden, was hier so in der Auferstehungsmorgen von Jesus falsch gemerkt wird. Wir sind am Schluss gekommen, und ich will aber noch am Schluss hier so bloß uns noch ein klein bisschen mehr noch Gedanken mitgeben, bloß dort wie um uns zu ermutigen, dort wie einen lebenden Jesus haben. Johannes Kapitel 5, Vers 24, Vers 26, werde ich einmal lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage Ihnen, wer mein Wort hielt und gläuft dem, der mir geschickt hat, der hat dort ewige Leben und kommt nicht in dort gerecht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage Ihnen, dort kommt die Stunde, und das ist all nu, dort die Todes hören wollen, der Stamm von den Sehen Gottes, und die sie hören wollen, die wollen leben. Denn so ist der Führer dort Leben hat in sich selbst, so hat auch heu auch dem Sehen gegeben, dort Leben zu haben in sich selbst. Diese Farschen bloß. Wer Gottes Wort hielt, in dem gläuft, der Jesus geschickt hat, also Gott hat Jesus geschickt, der hat dort eigentlich Leben, der nicht in dir reich, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und dann sagt er Vers 26, denn so ist der Führer dort Leben hat in sich selbst, so hat er auch den Sehen gegeben, dort Leben zu haben in sich selbst. In der Korinther fängt wieder dort Gott, der Jesus abwagen durch den Jesus. Gott ist ein ewiger Gott. Und er hat Jesus von dort abgewagt. Und so hat auch Jesus das Leben von diesem ewigen Gott in sich. In Ordnung, wie gesagt, dass Jesus dort euer Leben hat. Und dort ist uns Jesus von dir. Dort ist uns Leben, ja, Jesus. Und dort ist, wegen Wort, wie kann der Leben die Hupen haben, auch in diesen Ostersmors. Wir können einfach froh werden, wir können einfach dankbar sein, dass wir einen lebenden Jesus haben. Und was Jesus wirklich für uns tät, ist Jesus, von er durch Leben tät. Römer Kapitel 8, Vers 34 noch. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der dir gestorben ist. Jo, viel mehr, der abgewagt ist, der zu der Rechte Gottes ist, und der für uns entstehen tät. Oder der für uns beten tät. Kijk mal hier, sei wieder, hier sei wieder. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, sagt er. Und dann sagt er aber noch eins, viel mehr noch, der abgewagt ist vom Tod. Und der du zu der Reiche Gottes setzt, der für uns anstundet, der du für uns betet. Was habe ich von dir und für eine lebende Hoffnung, dort Jesus lebt. Und dort möchte ich uns von dir uns mal, bloß haben umhorten gelacht und Mut gemerkt, dort, wenn's Jesus lebt, kann auch wie leben. Wenn's Jesus lebt, kann auch wie freier haben in unserem Leben als Christ. Wenn's Jesus lebt, kann wie Hoffnung haben auch in dieser Zeit, wo wir gerade nu werden leben. Jesus lebt in alle Ewigkeit. Und wir dürfen mit am Leben auch in alle Ewigkeit. Und ich wünsche, dass Gott uns mocht segnen, auch im Nudenken über diesen Tag von der Auferstehung von Jesus Christus, wo wir haben eigentlich in drei Dinge darüber nur gedacht, nämlich das erste Charakter, was ich am Anfang gesagt habe, Jesus, der Sieger über den Tod,
in diese Erscheinung von diesen Abgestohlenen, diese Begegnung mit diesen Abgestohlenen Jesus, erinnert, was wir in diesen Tag sein werden, wo die wahre Begebung, was hier passieren wird, dass dort mit Bekäupen, mit Geld vollzumerkt wird. Und ich wünsche, dass Gott uns mag segnen, auch jeder Tauhörcher, der die Tauhörchen lädt, wenn die Tüste Tauhörchen wollen, muss Gott ihn auch segnen, im Nudenken, in den Unhörchen, und über das Nudenken, dass wir bloß möchten ermutigt werden, in dieser Ostertit, gerade von der, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus leben lädt. Und mir haben wir noch mit dem Taub zu beten, wir uns am Schluss hier so. Wer wird das hoffen, noch zu einem Stellet oder zu einem Gebet so? Allmächtiger, lebender Gott, und fuhr in den Himmel, wir werden uns in denen sehen, Jesus Christus, den lebenden Gott, sehen, wenn wir uns todi. Und wir danken dir für diese Ostertit, was du schenkst, wo wir darüber über deine Auferstehung nur denken. Dass du die Hand gegeben hast für unsere Sündenschuld und dass du bist am Kreuz gegangen, hast die Leute am Kreuz gegangen, bist du gestorben und die haben sie begruft und die bist abgestohlen. Der Tod, der hat die nicht konnt im Grab holen. Der Tod hat die nicht konnt Fuß holen im Totenreich. Und ich danke dir, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir von dir und Herrn durch das Wort und durch den Glauben eine lebende Hoffnung haben an die Herr Jesus, der du lebend ist. Dass wir einen Herrn, dass wir einen Anlehrer haben, der du in alle Ewigkeit lebt. Und wir danken dir dafür und wir wollen dir beten, dass du in jedem Tauhörchen sehens. Segne die ganze Gemeinde, segne uns. Jeder Einzelne, der wir dort wollen, im Anhörchen, Thüssen, der Hema, aus Familien oder vielleicht aus Kliniengruppen, wo immer du hast, segne dein Wort in uns, segne uns für im Nudenken über deine Auferstehung. Wir danken dir dafür, beten, dass du wieder was uns als Gemeinde segnen und uns halben, dass wir kein Bau waren, so normal auch hier so im Gotteshaus uns so versammeln und so dort auch da in aller Taub so dein Wort lauschen, uns erbühen im Geistlichen. Wir danken dir über die für diese Gelegenheit, dass wir da in Hahn und Wurst uns auch du segnen. Und da will ich noch ein paar Fragen uns hier so mitgeben, um uns den Segen zu geben. Aber noch hoffen wir einen Segen. Möchte Friedensgott, der unseren Jesus dem großen Schubhort vom Tod treibrach haf, und der ich sein Blut einen eigenen Bund reutgemerkt haf, jün fähig merken, für alle Gode und zum Donen von Gott singen wollen, mocht heu und jün, der Jesus Christus dort wirken, woran heu ein Gefallen haf, Jesus Christus traf alle ihr von Ewigkeit bei Ewigkeit. Amen.